Also am Anfang, als ich das erste Mal sozusagen mittrainieren durfte, da war ich sehr aufgeregt und angespannt. Aber inzwischen auch jetzt, wo ich die Jungs, sage ich mal, ein bisschen besser kenne, wo ich auch zweimal im Trainingslager mit war und ich auch gut aufgenommen werde jedes Mal, wenn ich da bin, ist die Anspannung jetzt nicht mehr groß und ich versuche einfach, wie auch hier, mein Spiel durchzubringen, sage ich mal. Aber es ist natürlich ein tolles Gefühl, um mitzutrainieren und es ist natürlich auch ein viel höheres Niveau und die Gegebenheiten sind auch anders. Also es macht auf jeden Fall jedes Mal Spaß, um bei den Profis dabei zu sein. Mein Trainer hat die Info weitergeleitet an mir, dass ich 2 Wochen bei dem Profi bin, aber aus 2 Wochen wurde 2 Monaten. Und es macht viel Spaß, hier oben zu sein, mit den Profis mitzutrainieren. Der Unterschied zwischen Profimannschaft und bei der Jugend ist halt, hier oben hat man wenig Zeit. Und 2 Kämpfe sind sehr intensiv, also Männerfußball. Und das Tempo ist was anderes hier oben. Ja, geht alles schneller. Und man muss immer da sein, jede Sekunde, jeden Moment. Man muss einfach 100% bei den Sachen sein. Wir wurden vom ganzen Team aufgenommen, vom ganzen Trainerteam und wir fühlen uns schon wohl hier. Besonders macht mir Spaß hier generell das ganze Training. Also das ist schon diese Professionalität halt mal, das alles mitzuerleben. Das ist schon ein Erlebnis. Also dass man noch oben dann essen kann, Sauna, also das hat man so alles so. Das ganze Drum und Dran, das ist schon gut und manche Trainingseinheiten fallen mir zwar schwer, also wenn man, jeder hat mal schlechte Tage, aber im Großen und Ganzen läuft alles gut. Es war eigentlich ganz spontan, also ich war in der Schule, habe eine Nachricht bekommen vom Gösser Kiefer sogar, vom pädagogischen Leiter, dass ich bei den Profis gebraucht werde. Das war noch vor 2 Monaten. Ja, bin dann ins Training gekommen und dann lief es gut und seitdem bin ich hier weiterhin oben bei den Profis. Als erstes steht immer die Leistung der Spieler. Ja, und Clemens, Henry und John haben jetzt in den letzten 1-2 Jahren, wo sie hier im NLZ sind, sehr gute Leistungen in ihren Mannschaften gebracht. Sind auch dieses Jahr in der U19, wo wir gut gestartet sind, Leistungsträger und Führungsspieler und haben auf den Positionen, wo sie spielen, überzeugt und haben jeweils unterschiedliche Stärken. Ja, Henry und John sind eher Offensivspieler, die über ihre Geschwindigkeit und über ihr Abschlussverhalten kommen und uns dort sehr helfen im U19-Bereich. Und Clemens ist hinten ein Innenverteidiger, ist auch noch jüngerer Jahrgang in der U19. Und den wollten wir den 3 Spielern einfach die Möglichkeit geben, sich auf einem höheren Trainingsniveau zu zeigen und auch dort weitere Erfahrungen zu sammeln. Und deswegen ist die Wahl im Moment auf die 3 Spieler gefallen. Und im Moment machen sie das im Trainingsprozess oben ganz ordentlich. Und jede Erfahrung für einen Jugendspieler im Männerbereich ist unheimlich wertvoll. Also was den Jahrgang 2002 angeht, der hier 2-mal aufgestiegen ist und der jetzt den Übergang in den Männerbereich schaffen möchte, für die ist es eine unglaublich schwierige Situation. Die Jungs konnten jetzt monatelang nicht trainieren und wir versuchen sie natürlich dort immer auch optimistisch zu begleiten und zu sagen, sobald wir wieder trainieren können, dann geben wir Vollgas und dann gucken wir, dass ihr einen guten Übergang in den Männer- und den Profibereich schafft. Es ist auch schwierig, wir haben jetzt im Rahmen unseres neuen Konzeptes ein Fördertraining installiert, wo wir mannschaftsübergreifend auch mit der Profiabteilung trainieren wollten. Das ist jetzt durch Corona alles weggefallen. Deswegen sind jetzt auch 3 Jungs oben erstmal fest im Training dabei, ja, dass sie dort Trainingserfahrung sammeln können. Aber grundsätzlich, jetzt sind wir heute wieder ins Training eingestiegen, ist es unsere Aufgabe, die Jungs jetzt in den 4 Monaten so gut wie möglich zu begleiten und ihnen dann wirklich auch gute Möglichkeiten für den Männerbereich aufzuzeigen. Aber die Situation für die Jungs ist natürlich im Moment echt, echt schwer. Grundsätzlich ist natürlich unser Ziel als Nachwuchsleistungszentrum, unsere Juniorenspieler, unsere Nachwuchsspieler, einerseits bestmöglich auszubilden, aber natürlich das Kernziel ist und bleibt natürlich die Spieler für den Profibereich vorzubereiten, dass sie dann so hoch wie möglich in den Seniorenbereich einsteigen können und natürlich im Optimalfall bei uns in die Profimannschaft den Übergang schaffen, den Sprung schaffen. Das kann man nicht pauschal sagen, dass man sagt, es schaffen immer so und so viele Spieler pro Jahr. Das ist so. Ich glaube, das ist ganz normal. Das hängt einerseits davon ab, wie es der Jahrgang, den du, der jetzt in der U19 ist zum Beispiel, und auch hast du ein mannschaftlich homogenes Team,
wo vielleicht gar keiner so rausragt? Oder hast du zwei, drei Jungs, die vielleicht komplett über dem Rest nochmal stehen? Deshalb kann man nicht pauschal sagen, es kommen immer so und so viel raus. Wenn man jetzt aber die letzte Zeit zurückblickend sieht, denke ich, haben wir jedes Jahr 1 bis 2 Spieler in den Profikader übergeben können, die dann auch nochmal einen Profivertrag unterschrieben haben. Enser Aslan ist jetzt ein Beispiel zum Beispiel, der dann ja auch Einsätze hatte letztes Jahr gegen Ende in der zweiten Liga. Leon Müller war es davor, Silas Zehner aber ausgeliehen, ist jetzt wieder zurückgekommen aus der Jugend. Und ich glaube, auch jetzt haben wir mit 3 Jungs, die ja regelmäßig bei den Profis mittrainieren, aktuell die ganzen zurückliegenden Wochen, schon wieder Talente, die auch dort beim Profibereich auf dem Schirm sind und die dann, wenn sie dann auch aus dem Nachwuchsbereich alterstechnisch rauskommen, mit Sicherheit da auch sehr interessant sind. Und ich glaube, wenn man immer so 1 bis 2 pro Jahr in den Profikader bekommt, dann ist das schon eine sehr gute Quote. In der Kommunikation zwischen Profis und dem NLZ oder früher der Profiabteilung und den NLZ verantwortlich ist so, dass wir ja, in regelmäßigen Abständen und Treffen, meistens so im zweiwöchentlichen Rhythmus, wo wir dann alle Sportthemen besprechen. Genauso haben wir in der Vergangenheit jetzt oder im letzten halben Jahr eine intensive Analyse auch betrieben mit den NLZ-Verantwortlichen, um auch weitere Maßnahmen zu ergreifen, wie man vorankommt. Aber grundsätzlich ist ein regelmäßiges Treffen alle 2 Wochen zwischen sportlicher Leitung, Profiteam und auch der sportlichen Leitung des NLZ immer geplant, wo wir so die täglichen oder wöchentlichen Themen bearbeiten, Spieler diskutieren, Entwicklungen diskutieren. Gerade im Nachwuchsbereich ist es ja so, unser NLZ besteht jetzt seit 6 Jahren erst komplett sozusagen, dass es im Nachwuchs sicherlich noch mal viel, viel längere Zeit braucht, dass sich Sachen implementieren, dass in Anführungsstrichen Erfolge auch nachzuweisen sind, also Mitspielern, die in den Profikader kommen. Von daher arbeiten die Jungs im NLZ schon sehr, sehr gut und haben da richtig gute Arbeit gemacht. Es gilt natürlich auch dahingehend, das fortzuführen und sicherlich auch Sachen zu verbessern, auch dass wir dann die Jungen, die wir hier auch am Böllenfalltor auf dem Platz sind.